schauen, was er da aus dem Fliesen zaubert. Blau, okay. Okay, das sieht jetzt schon aus wie so ein kleines Loch. Oh. Er macht jetzt das gleiche nochmal. Okay. Also bis jetzt, es sieht aus wie so kleine Brunnen, die er da rein zaubert per Fließen. Okay. Ich bin mal gespannt, wie es fertig aussieht. Da musst du auch aufpassen, dass du die Fliesen nicht zerkloppen tust mit dem Griff des Spatens, Schaufel. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich habe jetzt nicht ganz gesehen, was das war. Es sah für mich aus wie kleine Wasserbrunnen. Und der hat ein Herz und macht irgendwelche Zahlen jetzt. Ja. Mit Schattierung sogar, dass es 3D-mäßig aussieht. Ja gut. Wenn der einmal zu doll draufkloppen tut, dann ist doch die Fliese gesprungen. Okay. Es sieht schon mal nice aus mit dieser 3D-Effekt. Okay, warum ist dort jetzt noch so ein kleiner Schlitz? Jetzt noch was rein. Ah, eine graue Fliese. Ach, wie die große Fliese ist. Ah. Okay, jetzt das Herz. Das sieht geil aus. Leute, das hat diesen Effekt, als ob es im Boden drinne ist. Boah, geil. Boah, von dem würde ich mir gerne Thor's Hammer bei mir im Bad legen lassen, in die Fliesen. Okay, was macht der? Das sieht aus wie Ziegelsteine. Oh, Leute, macht der da ein Haus rein? Alter! Tatsache! Also, Respekt, der hat was drauf. Also, der kann gerne mal bei mir im Bad Fliesen verlegen. Wie gesagt, also ich hätte gern Thor's Hammer, ja. Oder so ein richtig schönes nordisches Bild in den Fliesen drin. Der kann das bestimmt richtig gut. Okay, und jetzt? Blaues Dach. Ja. Boah, da muss er richtig gutes Augenmaß haben.
ich ohne Brille könnte das überhaupt nicht. Das würde aussehen wie Kauderwelsch. Sieht aber richtig geil aus. Ach, da hinten geht das Dach weiter. Ah, boah, aber richtig geil gemacht. Und das sieht man schon. Hier macht er jetzt einen Tisch. Okay. Ich hätte vielleicht keine grünen Fliesen genommen, aber. Oh. Da muss er ja auch aufpassen, dass dem das in der Hand zerbricht, so dünn und lang wie Fliesen sind. Sieht richtig geil aus, auf jeden Fall. Das wären das jetzt Hocker oder noch mehr Tische? Das wird noch ein Tisch. Okay. Oder sind das keine Tische, sondern sollen das Hocker darstellen? Das kann natürlich auch sein. Ja, das sollen Sitzhocker darstellen. Alles klar. Irgendwas dazu, da bleiben es einfach so Hocker, ja, ohne irgendwas. Ich hätte mich jetzt noch gefreut, wenn in der Mitte so ein Tisch wäre. Aber dieser 3D-Effekt an sich sieht schon richtig geil aus. So, das war's auch wieder mit einem kleinen Reaction-Video. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Fliesenarbeit von dem jungen Mann gefallen hat. Also, der hat es auf jeden Fall drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.